Alumero Systematic Solutions GmbH ist Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen aus Aluminium. In der Zentrale in Seeham sind Management, Vertrieb und Forschung untergebracht. Produziert wird in Werken in Holland, Polen und Slowenien. 2017 haben wir ein sehr starkes Jahr gehabt, ein sehr intensives Investitionsjahr. Wir haben das Werk in Polen erweitert mit einer neuen großen Produktionshalle und komplett das Bürogebäude neu errichtet. Und in Slowenien, im Werk Slowenien, haben wir eine neue Halle errichtet, inklusive einer modernen Pulverbeschichtungsanlage. Insgesamt haben wir über 4 Millionen Euro investiert letzten Jahres. Insgesamt sind bei Alumero fast 300 Mitarbeiter beschäftigt. Das Produktportfolio umfasst im Wesentlichen drei Bereiche: Bautechnologie, die Solar- und Photovoltaik-Sparte und den Industriebereich. Eine nachhaltige Unternehmenskultur hilft, im internationalen Wettbewerb fit zu bleiben. Eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit ist wichtig, weil dadurch stellen wir sicher, dass die Motivation unserer Lerngeschwindigkeit gleich oder höher ist als die Änderungsgeschwindigkeit unseres Marktes oder unserer Marktbegleiter. Eine Strategie, mit der man in den vergangenen 25 Jahren gut gefahren ist und weitere ehrgeizige Ziele anpeilt. So will man bis 2020 die Betriebsleistung auf über 60 Millionen Euro erhöhen. Eine weltweite Expansion mit 30%, vor allem in Asien und Nordamerika, und eine beeindruckende Exportquote von 91% konnte die Access AG im Vorjahr verbuchen. Großen Anteil daran hat, dass wir uns von einem reinen Anbieter eines Ticketing- und Zutrittssystemlieferanten zu einem voll integrierten Lösungsanbieter für Ressortlösungen entwickelt haben und uns das am Markt sehr, sehr viele Vorteile verschafft hat. Access Ressort Solution 4.0 heißt diese Innovation, wodurch man bei bestehenden Kunden gleich mehrere Lösungen aus einer Hand anbieten kann und auf neuen Märkten wie Fernost und Nordamerika deutliche Marktanteile gewinnen konnte. Das heißt, neben den Kassen und neben dem Zutrittskontrollsystem bieten wir heute auch Software und entsprechende Leistungen im Bereich der Skischule an, im Bereich des Skiverleihs und im Bereich von sogenannten Lockersystemen. Das sind also Schränke, wo Skifahrer ihre Ski und Bekleidungsgegenstände ablegen können. Der Kunde kann also mit einer Karte alle Services in Anspruch nehmen und die Skigebiete bekommen ein Komplettsystem ohne Kompatibilitätsprobleme. Das System ist natürlich auch bei Themenparks, Fußballstadien, Museen oder Messezentren einsetzbar. Groß denkt man bei Geislinger seit eh und je, ist man doch auf Lösungen für die Antriebstechnik von großen Motoren spezialisiert, die bei Schiffen, Lkw oder bei Windrädern zum Einsatz kommen. Gerade bei Windkraftkupplungen ist der Absatz im Vorjahr um mehr als die Hälfte gestiegen. Geislinger entwickelt sich eigentlich kontinuierlich weiter. Das heißt, wir haben ein sehr hohes Innovations- und Investitionstempo in unserem Unternehmen. Und für uns ist eben immer sehr wichtig, dass sich alles weiterentwickelt. Das heißt, wir machen dauernd neue Produkte. Etwa Levitas, ein Produkt für die noch junge Sportart Kitefoilen, die 2024 zu den olympischen Sportarten zählen könnte. Bei einem Familienunternehmen wie Geislinger spielen Werte natürlich eine große Rolle. So versucht man etwa, die Mitarbeiter möglichst lange im Betrieb zu halten. Und sie eigentlich wie Familienmitglieder behandeln. Das gehört hier dazu. Und wir sehen einfach nicht Einzeljahre oder Quartale oder so etwas als unsere Ziele, sondern wir sehen eigentlich die langfristige Entwicklung des Gesamtunternehmens oder dieser Gruppe, die bei uns eigentlich mitarbeitet oder uns zuliefert, oder auch unsere Kunden gehören natürlich auch da dazu. Das ist eigentlich wie eine große Familie. Geislinger ist zweifellos ein Hidden Champion, der mit einer Exportquote von 99% beste Werbung für heimische Ingenieurskunst in der ganzen Welt macht. Vor
Vor 20 Jahren haben Georg und Ingrid Imlauer die Imlauer Hotels und Restaurants gegründet. Mit der Übernahme der Pacht für das Hotel und Restaurant Stiegelbräu sowie dem Stiegelkeller hat es begonnen. Wir haben 1999 gestartet mit unserem Unternehmen und hatten ein Startkapital von 500.000 Schillinge. Mit der Investition in Besteck, Geschirr, Gläser, Porzellan war dieses Startkapital verbraucht. Wir hatten 40 Mitarbeiter und machten einen Jahresumsatz von 4,3 Millionen Euro. Mittlerweile haben wir 5 Hotels mit 900 Betten, 2000 Restaurantsitzplätzen und hatten im Jahr 2017 das erfolgreichste Jahr, Umsatzjahr in der Geschichte, mit 25,7 Millionen Euro Umsatz. Und dafür möchte ich mich bei meinen 270 Mitarbeitern ganz herzlich bedanken. Zur Imlauer Gruppe gehören heute außerdem 2 Hotels in Wien und das Traditionshotel Pitter. Heuer wird der große Umbau des Pitter abgeschlossen, durch den 30% des Energiebedarfs des Hotels eingespart werden. Eine wichtige Säule des Erfolgs sind aber die Mitarbeiter. Angefangen bei unseren Lehrlingen, die wir mit spezialisierten Schulungen und Gehaltsanreizen bis zu 15% mehr Gehalt zahlen, gehen daraus beste Lehrlinge, die Staatsmeister, Landesmeister geworden sind, hervor. Bei den erwachsenen Mitarbeitern haben wir gezielte Schulungen installiert, damit wir sie für Betriebsleiterpositionen und Abteilungsleiterpositionen entwickeln können. Weiters haben wir noch eine Mitarbeitersozialstiftung, wo wir ganz schnell und unkompliziert in Not geratene Mitarbeiter helfen können. Mit seinem motivierten Team wird Imlauer auch bald das ehrgeizige Ziel, die Bettenanzahl von derzeit 900 auf mehr als 1000 Betten zu steigern, erreichen. Durch den Kauf eines Nebenhauses des Hotels Imlauer in Wien sind die Voraussetzungen dafür bereits geschaffen. Seit nun schon 40 Jahren behauptet sich Samson Druck in St. Margarethen äußerst erfolgreich in der hart umkämpften Druckbranche. Die Digitalisierung hat man bereits sehr früh als Chance verstanden, mit Innovationen gepunktet, verantwortungsvoll für die Umwelt agiert und immer wieder klug investiert. Die Meilensteine, die erreicht worden sind, war erst einmal, dass wir mit unseren Feldtestmaschinen mit der neuen Technologie in Echtproduktion gekommen sind. Das zweite war dann, dass wir den ganzen Betrieb auf Ökostrom umgestellt haben, und eine sehr große Sache war die Fusionierung der Dataprint mit Samson Druck, die uns ja doch in Salzburg den Standort auch gestärkt hat. Und Samson Druck zu einer der größten Druckereien Österreichs gemacht hat. Das Staatswappen, das österreichische Umweltzeichen, zahlreiche Zertifizierungen und die jüngste Verleihung des Landeswappens unterstreichen das Engagement und den Erfolg des Unternehmens. Ja, das Erste ist, dass wir von Anfang an eigentlich auf die Qualität gesetzt haben, auf Verlässlichkeit gesetzt haben und der Betrieb doch immer sehr stark nach kaufmännischen Grundsätzen geführt wurde, und das ist zum Teil in unserer Branche vielleicht nicht immer der Fall. Das Dritte ist also, was man ganz sicher sagen muss, wir haben im Lung einfach sehr, sehr gute Mitarbeiter. Wir haben immer gesetzt auf die sogenannten nachwachsenden Ressourcen, und das sind unsere Mitarbeiter, die wir da haben. Wir haben insgesamt jetzt schon 80 Lehrlinge ausgebildet im Unternehmen. Der Großteil arbeitet nach wie vor bei uns, und mit dieser Basis und dieser Qualität kommt man natürlich auch international weiter. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir da so stark geworden sind. Samson Druck, der Riese aus dem kleinen Lungau, ein Familienunternehmen mit 110 Mitarbeitern und einer großen Bedeutung für die Region.